Der Dichter Catull wurde zwischen 84 und 80 vor Christus geboren und starb zwischen 54 und 50 vor Christus. Da man über das Leben des Dichters an und für sich nichts weiß, haben Philologen versucht, anhand von Stil, Metrum und Inhalt der Gedichte das Nötigste zu rekonstruieren. Anhand der politischen Ereignisse ließ sich so das oben genannte Geburts- und Sterbedatum ermitteln. Weshalb der Dichter jedoch so jung gestorben ist und weshalb, bleibt ein Rätsel. Letztlich ist er uns ausschließlich durch ein Büchlein bekannt, das 116 größere und kleinere Gedichte umfasst. Einige von diesen sind mittlerweile als unecht erkannt worden, weshalb wir von einer geringeren Zahl von Gedichten ausgehen müssen. Catull war Teil des Kreises der Neoteriker, eines Literaturzirkels, der sich vom strengen Stil der Vorzeit lösen wollte. Das Werk Catulls ist quasi das einzige, wodurch wir heute diesen Stil repräsentiert finden, da uns von Catulls Mitstreitern keine vollständigen Werke überliefert sind. Themen sind in Anknüpfung an die Werke der Dichterin Sappho vor allem die Leidenschaftlichkeit in Liebe und Freundschaft. Mit Catulls frühem Tod verlieren wir die Neoteriker wieder aus den Augen. Geboren ist Catull in Verona als Sohn reicher Eltern, verbrachte viel Zeit seines Lebens auf den Gütern seiner Familie, aber auch in der Hauptstadt Rom. Wahrscheinlich war auch für Catull eine politische oder juristische Karriere vorgesehen, er wird sich aber schnell in den Literaturzirkeln Roms wohler gefühlt haben und muss durch seine Dichtungen schon in jungen Jahren Aufmerksamkeit erregt haben. Da Catull finanziell unabhängig war, dürfte er aber kaum auf reiche Gönner oder große Popularität angewiesen gewesen sein. Er lebte in einer politisch spannungsreichen Zeit, zwischen der Diktatur Sullas in den 80er Jahren und jener Caesars in den 40er Jahren. Die politischen Umbrüche spiegeln sich in seinen Gedichten wider. Catull ist Zeitzeuge von Caesars Gallienfeldzug und von Ciceros großen Gerichtsprozessen. Caesar soll häufig Gast im Hause von Catulls Vater gewesen sein. Auch eine Reise in die neu geschaffene römische Provinz Bithynien hat Catull wohl unternommen. In der Gegend von Troja hat er das Grab seines dort verstorbenen Bruders besucht. Selbstverständlich hat der Dichter auch die wichtigsten kulturellen Sehenswürdigkeiten der Gegend gesehen. Die bithynische Reise ist in einigen Gedichten eindrucksvoll festgehalten worden. Als Gegenpol zu seinen politischen Stellungnahmen spielt auch die Liebe ein großes Thema im Schaffen des Dichters. Eine Geliebte namens Lesbia nimmt einen wichtigen Teil seines Werkes ein. In Wirklichkeit soll sie Clodia geheißen haben, alles Weitere ist wie so oft bei Catull Spekulation. Der Leser dieser Gedichte bleibt nicht verschont von Eifersüchteleien, Trennungsschmerz und subtilen Anspielungen. Die daraus entstandenen Gedichte gehören zu den bekanntesten, die heute gerne als Schullektüre verwendet werden. Dies war nicht immer so. Durch seinen provokanten Stil galt Catull weder in der Antike noch im Mittelalter als pädagogisch wertvoll. Die Überlieferung der Gedichte hing also an einem seidenen Faden. Ob Catull selbst die Sammlung herausgegeben hat oder ob dies erst nach seinem Tode geschah, muss offen bleiben. Die Anzahl der Verse ist für eine einzige Rolle in der damaligen Zeit zu lang und kann erst später in diese Form gebracht worden sein. Man hat sich irgendwann für eine Gliederung nach Versmaßen entschieden, da die inhaltliche Vielfalt zu groß war und bis heute keine Einheitlichkeit festzustellen ist. Auch soll ein einziges Exemplar rund 1000 Jahre überlebt haben, bis Mönche sich im 14. Jahrhundert daran machten, zwei Kopien davon anzufertigen. Mit Anfertigung der Kopien ist dann das Original spurlos verschwunden. Die Lesbia-Gedichte scheinen dem Leser auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär zu sein. Aber sie sind eine neue Art der Liebesdichtung, wie man sie bis dahin in Rom nicht kannte. Manche Forscher sprechen sogar von der Apotheose des Gefühls. Die von Catull begründete Tradition setzt sich dann durch Dichter wie Horaz oder Ovid fort. In der Liebeskunst Ovids wird Catulls Lesbia sogar erwähnt. Für Catull war sie kunstverständig wie die griechische Dichterin Sappho.
Kunstverstand und sexuelle Freizügigkeit sind in bestimmten römischen Kreisen das Aushängeschild eines gewissen Frauentyps. Sappho ist ein wichtiger Bezugspunkt, um die Inspirationsquellen Catulls zu verstehen. Sie war die erste uns überlieferte Dichterin, die die Liebe zu einem zentralen Thema machte. Einige Anspielungen hat Catull aus ihren Dichtungen übernommen, auch der Rhythmus des Hendekasyllabus spielt auf die griechische Dichterin an. Ist es da Zufall, dass ihre Heimatinsel Lesbos im Decknamen Lesbia wieder auftaucht? Auch die griechischen Dichter Kallimachos und Meleagros spielen für Catull eine wichtige Rolle. Hier übernimmt er den Epigrammstil und das elegische Distichon. Dieses ursprünglich für Inschriften verwendete Versmaß lässt sich sehr gut für aussagekräftige, knackige Sprüche verwenden. Auch Ovids Liebeskunst ist in diesem Stil geschrieben. Nicht zuletzt haben Goethe und Schiller in ihren Xenien diese Gedichtform weitergeführt. Man könnte sagen, dass Catull den Geist des Hellenismus, also des letzten Aufblühens griechischen Geistes, in die römische Dichtkunst eingeführt hat, der dann in der Kaiserzeit ab Augustus in Rom eine neue Blüte erfährt. Wir sehen also, dass durch die Werke Catulls frischer Wind in die römische Dichtkunst kommt. Bislang dominierte immer noch der ernste, schwere Stil des Dichters Ennius, der in seinen Annales die römische Geschichte vom Untergang Trojas bis zu Cato dem Älteren in Hexameterversen abgefasst hatte. Die Ernsthaftigkeit der Verehrung der Vorfahren im hohen dichterischen Stil können wir leider nur erahnen. Der Bruch der Tradition, den Catull hier vollzieht, ist allerdings offensichtlich. Hier ist wenig zu spüren von den heiligen römischen Penaten, der römischen Stadtgründung durch Vogelaugurien oder der Verherrlichung von Catos Sittenstrenge. Schonungslos flucht der Dichter über die Schwänze der Kneipengänger, die in ihrer Geilheit allesamt das Mädchen besprengen, welches ihn verlassen hat. Er dichtet über den griechischen Knaben Attis, der sich dem Kybele-Kult widmet, im Rausch sich selbst kastriert und die Oberpriesterin des Rituals spielt. Im Vergleich dazu wirken die Lesbia-Gedichte noch sehr harmlos. Das fiktive Liebesspiel mit dem Sperling, die Trauer um diesen oder der Wunsch nach unzählig vielen Küssen hat eher etwas Romantisches an sich. Man unterscheidet bei Catull zwischen größeren und kleineren Gedichten. Die Carmina Majora sind im ernsten Stil gehalten und befinden sich in der Mitte des Werkes. Die kleineren Carmina Minora befinden sich am Anfang und am Ende. Die großen Gedichte sind überwiegend im Hexameter und im elegischen Distichon gehalten. Viele der kleineren Gedichte stehen im Hendekasyllabus, zu Deutsch Elfsilbler. Im Widmungsgedicht am Anfang, das sich an den römischen Historiker Cornelius Nepos richtet, spricht Catull davon, dass er auch seine Kleinigkeiten, die sogenannten Nugae, in seine Ausgabe aufgenommen hat. Diese Nuge gelten als spontan aufs Papier geworfene Eindrücke aus dem alltäglichen Leben, die aus einer gewissen Stimmung heraus entstanden sind. Man darf jedoch vermuten, dass auch hier Catull untertreibt, dass er gründlich am Detail gearbeitet hat und die Gedichte weit weniger spontan niedergeschrieben sind und nur der Eindruck erweckt werden soll, sie seien aus dem Temperament des Dichters entsprungen, um sich so von der römischen Ernsthaftigkeit und Tradition zu distanzieren. Oft wird das Gegenüber im privaten Plauderton angesprochen, was im epischen Stil undenkbar gewesen wäre. Ein Musenanruf oder eine Bitte um göttliche Inspiration sind hier undenkbar. Auch Roms bekanntester Redner Cicero hat den Stil Catulls heftig angegriffen, aber leider sind uns auch hier kaum Textstellen überliefert. Auch wenn vielen die Gedichte Catulls auf den ersten Blick unspektakulär vorkommen mögen und sich keine rechte Begeisterung für sein Werk einstellen will, darf man die Bedeutung des Dichters auf die Nachwelt nicht unterschätzen. Er ist eine Brücke zwischen der griechischen Dichtung und der römischen Literatur. Im Gegensatz zu Homer mit seiner Ilias und Odyssee und Apollonios von Rhodos mit seiner Argonautensage widmet er sich den kleinen poetischen Formen. Hier findet keine Heldenverehrung statt, die alten Götter scheinen vergessen.
Alles scheint aus dem Alltag und dem allgemein Menschlichen zu entspringen, ist aber bei näherem Betrachten kunstvoller gearbeitet, als es auf den ersten Blick erscheint. Zum Schluss ein kurzes Beispiel für ein solches Epigramm. Consule Pompeio primum duo cinna solebant, me ciliam facto consule nunc iterum, manserunt duo sed creverunt milia in unum, singula fecundum, semen adulterio. Als Pompeius Konsul war, beschliefen anfangs Cinna zwei Männer Mecilia. Als er zum zweiten Mal Konsul wurde, blieben es zwei, aber es kamen 1000 Einzelne zu jedem hinzu. Ein fruchtbarer Samen ist der Ehebruch.